Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator, die 2 vom Bau mit Steve Mörtel und wie heißt denn mein Kollege? Achso, Bodo Bagger. Servus. Und wir sind hier noch am Baggern. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mich der Bodo Bagger, ich meine, gut, es liegt ja an seinem Namen, warum der mich hier einholt. Das kann ja überhaupt nicht sein. Einholt, mein Bester, ich habe dich überholt. Weil du kratzt ja, glaube ich, irgendwo so am Boden ein wenig und ich hole halt ganz die Schaufeln raus. Ne? Aber ich war jetzt nochmal bei der Walburga und jetzt klappt das auch mit dem Baggern. Ne? Da bin ich mal gespannt. Ob das nicht bloß wieder leere Worthülsen sind. Aber du musst deine Schaufel halt voll machen. Aber du, die hat einen sehr stabilen Küchentisch. Kann sein. Schaufel ist doch voll. Behauptest du immer, dass die Schaufel voll ist? Er springt so komisch. Aber damit du mich nicht einholst noch so weiter, ne? Könnte ich ja meinen Dreck nehmen und in dein Loch schaufeln. Ich hab schon mal geschaut, was ich für einen Erdberg mittlerweile vor mir herziehe. Dann gleich mal meinen Bagger umsetzen und so. Das ist das Problem. So. Weiß nämlich nicht, wo ich mit dem Dreck nur hin soll. Wir haben ja keinen Fahrer oder so, der den Scheiß auch mal abholt. Nee, jetzt haben sich ja welche beworben, aber naja. Kannst du auch vergessen, du. Ja, du musst den Leuten eine Chance geben. Nee, ja, aber spätestens wenn du sagst, die müssen arbeiten, dann sind sie wieder weg. Ja, das ist natürlich nichts. Was willst du denn mit solchen Baustelle Leuten? Wird halt. Der Baustelle wird halt immer gearbeitet. Ja, aber wenn ihr die fragst, was sie auf der Baustelle machen wollen, ne? Wurstbrot essen, grillen und Bier trinken. Ja gut, wir machen ja nichts anderes, ne? Kannst du so nicht sagen. Ja gut, bisschen was arbeiten tun wir ja auch. Gut. Bisschen arbeiten tun wir ja auch. Aber nur ein bisschen. Wie geht das bei mir trotzdem nicht schneller? Ich weiß nicht warum. Ja, du heißt halt nicht Bagger, ne? Nochmal so einen Kurs gemacht, aber. Den Kurs machen alleine bringt da nichts. Du musst halt da den entsprechenden Namen haben und dann musst du auch wissen, was du tust. Ich weiß ja, was ich tue. Das ist nichts. Meistens nichts außer Plätze. Sind voll, aber trotzdem. Ja, das kann nicht sein, dass die Schaufel voll ist. Naja, doch. Da muss ja was gehen. Tut's aber nicht. Immer nur so 2-3%. Keine Ahnung, woran das liegt.
Ich habe mein Baggerloch schon zur Hälfte draußen. Also hier, ich weiß nicht, woran das, woher das kommt. Hier tut sich irgendwie nicht viel. Es kommt mir fast so vor, als wenn der Liebherr doch eine kleinere Schaufel hat. Ach, erzähl doch nichts. Das, was du gesagt hast, ich habe diesen Kurs nochmal gemacht. Ich habe demnach meine Skills erhöht, aber ja, siehst du ja. Prozent erst, ey. Das ist unglaublich. Das ist ja gar nicht. Naja, eben. Ja, wenn ich hier fertig bin und das zweite Loch dann auch ausgehoben hat, dann helfe ich dir vielleicht, aber nur vielleicht. Wenn ich gute Laune habe. Da fragt man sich, woran hat es hier liegen? Ist da eine ehrliche Antwort drauf? Ja. Am Promillepegel. Ich kann ja auch nicht mehr machen als hier, Bagmann. Guck mal, die Schaufel ist voll, komplett. Jetzt erst bei 20%. Dann liegt es eindeutig am Promillepegel. Meinst du, ich muss mehr trinken? Ja, eindeutig. Mensch, mein Bagger Shepherds, du bist auf. Ich mit einer Gartenschaufel. Aber warum hast du mehr? Das kann doch wohl nicht angehen. Ja. Du hast auch nur die gleich große Schaufel da dran. Du machst auch nichts anderes. Ich hab's halt im Namen, ne? Name, hör auf. Weißt du, der eine kann halt Bagger fahren und der andere kann es halt nicht. Nein, ich kann es, du kannst es halt einfach nicht. Schaufel dir dann über den Dreck, weil ich da ein Loch da. Aber solche Leute muss es auch geben, du kannst nicht alles bringen, das funktioniert nicht. Ja, mein Gott, ich habe die gleiche Schaufel wie du, bin früher angefangen und trotzdem überholst du mich da aus. Oh, das kann doch nicht, irgendwas passt doch da nicht. Nur aus hoch überholt, sondern gleich fertig. Ja, bin dabei 22%. Ist doch ein Witz. Unglaublich. Aber mir liegt halt einfach das Bagger im Blut, weißt du? Tragt es schon im Namen. Das Pappalapapp. Ja, ist so. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Guck mal, ich hatte mal einen Nachbarn, der hieß mit Nachnamen Fick und konnte trotzdem nicht bumsen. Ja, hat er was falsch gemacht. So, von wegen, es liegt im Namen. Da hat er dann definitiv was falsch gemacht. Guck mal, drei Schaufeln draußen und erst 23% jetzt. Das ist unglaublich. Ach komm, hör halt auf rumzuheulen. Ja. Oder eine Mimi.
Spaß. So nicht. Weißt du, was keinen Spaß hat? Kann ich ganz genau verraten, was keinen Spaß gemacht hat. Was? Und zwar der deutschen Fußballmannschaft bei der WM zuzuschauen. Das hat keinen Spaß gemacht. Okay, mich interessiert kein Fußball. Ich habe da sowieso nichts von mitbekommen. Hehe. Meiner Nachbarschaft wird normalerweise geböllert, wenn die Deutschen Tor schießen. Es hat nicht einmal dieses Mal aber nicht, ne? Nee, überhaupt nichts. Es hat ab auch die anderen Nationalitäten, die so spielen, weißt du? Da sind ja so einige dabei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was hier so alles ist. WM, ich denke mal, da werden ja wahrscheinlich auch Mannschaften so wie China und Türkei und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Hast du nichts von gehört hier? Gar nichts? Ob die das alle boykottiert haben oder so? Ich weiß es nicht. Nö, boykottiert glaube ich jetzt weniger, aber der deutsche Fußball war halt mega lustlos. Ja, also null Angriff, null Motivation, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Das war schwache Leistung. Sehr schwache Leistung. Naja. Was interessiert mich nicht. Ich guck mir lieber Frauenschlammcatchen an. Ja, da hast du wesentlich mehr davon. Aber ich will mal so sagen, ich meine, wie gesagt, Fußball ist absolut nicht mein Thema, ne? Aber wenn man so mitkriegt, dann hätte man vielleicht die deutschen Damen dahin schicken sollen. Ja, dann hätten wir wenigstens die WM gewonnen. Also nichts für ungut, ne? Aber überbezahlte Männer und Damen. Also wenn man das so hört von den Spielen, man kriegt das ja hin und wieder mit, ne? Also haben die es ja wohl wesentlich besser drauf. Die Damen auf jeden Fall. Und ich bin halt der Meinung, die Damen sollten, was es betrifft, ja, mindestens genauso gut bezahlt werden wie die Männer. Ja, das sollte man mal machen, anstatt dieses scheiß Gendern. Vom Gendern werden die nicht reicher. Nee, aber die Frauen, die spielen halt wenigstens nur Fußball, wo man sein kann. Oh, Alter, Fußball vom Allerfeinsten. Ja. Jetzt so überbezahlte Millionärs, Ballträder, die einfach bloß sich auf ihren Namen ausruhen und null Leistung bringen. Null. Ja. Aber naja. Aber kannst du denn jetzt alles wieder machen oder funktioniert immer noch irgendwas nicht? Also aktuell kann ich baggern. Baggern schaut schon gut aus. Ich überlege gerade, ich habe ja den Auftrag als Hardcore eingestellt, ne? Was Hardcore? Ja. Ob das daran liegt, dass ich hier nicht vorwärts komme. Ach, spannend. Ja, irgendeinen Grund muss das doch haben. Kann es doch nicht mehr sein hier. Ich meine, 3 Stunden hier am Baggern und du wirst nicht fertig. Also mein Loch ist fertig. Ja. Ich habe das zweite Loch. Ja, ich habe jetzt 30%. Echt ein Witz. Das muss man echt beobachten. Aber wäre ja auch blöd, wenn du im Multiplayer bist. Also, ne, ich bin mit einer Firma, so wie wir beide jetzt. Und einer hat dann die Schwerstarbeit und der andere nicht. Ach, naja. Ich komme hier null. Ich komme hier null vorwärts, echt. Echt ein Witz. Ja. Hast ja im Ninja 31 sind. Ja, super.
wärst. Du hast eine Loch Mensch, schon fertig. Es sind ja auch erst 10 Zeilen. Das immer positiv sehen. Ja, es könnten ja wirklich auch erst einmal 10% sein und was dann? Trotzdem frustrierend. Ach, gibt Schlimmeres. Ich fordere Gleichberechtigung, schwere Arbeit für alle. Bin ich sofort dabei. Du bist ja jetzt auch schon wieder bei 19%. Ja. Kommen jetzt mal wieder mit meinen Schaufel, ist aber voller als deine Schaufel. Aber. Ja, muss irgendwas, irgendworan muss es doch legen. Sagen, aber wenn es so weitergeht, habe ich den wieder eingeholt. Ja, ich weiß. Da soll ich dir was sagen, ich mache für heute auch Feierabend. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier mit diesem Scheiß. Also gut, machen wir Feierabend. Also irgendwie muss ich gucken, woran das liegt hier. Und in der nächsten Folge haben wir dann rausbekommen, woran das liegt. Und dann wird hier aber Tacheles geredet, wird hier aber. nicht vergessen, bei Intoxic Zock reinzugucken, Däumchen Abo da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ciao, ciao. Genau. In diesem Sinne, ciao, ciao.